Von wem sind die? Es ist hoch, aber es geht. Thank you.
Verschwundenen Trinity-Soldaten sein. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Oh!
nichts wie weg. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Sollte sich eigentlich noch drehen. Etwas blockiert das hier. Irgendetwas blockiert den Mechanismus. Hinter der Tür. Hier könnte die Schatulle sein.
X-Chell und Chuck-Chell schützen die Schatulle. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Den mittleren Schlangenzapfen mit der Kurbel verbinden. Ich muss den mittleren Schlangenzapfen mit der Kurbel verbinden. Mit dem mittleren Schlangenzapfen kann ich klettern und die Trümmer zerstören. Mit dem mittleren Schlangenzapfen kann ich klettern und die Trümmer zerstören. Okay. Mit dem mittleren Schlangenzapfen kann ich klettern und die Trümmer zerstören.
Mit der Kurbel positioniere ich die Zapfen. Dann fließt das Wasser zum Rad. Langsam wird das hier was. Das war's. Fast fertig. Bloß alle. Zwei Türen, natürlich. Aber das muss die letzte sein.
muss diesen Zapfen mit der Kurbel verbinden. Dreht sich nicht. Mit der Kurbel positioniere ich die Zapfen, dann fließt das Wasser zum Rad.
Sie gehen nicht rein. Diese Figuren sehen wie diese Wesen aus, aber sie sind irgendwie anmutig. Jaxil, die Göttinnen des Schutzes. Die silberne Schatulle von Ixchel wurde im Paradies geschmiedet und zur Erde gebracht. Ist die Schatulle etwa von diesen Wesen? Weder falsche Götter noch Zeloten dürfen diese Pforte passieren. Sie beschützen sie. Haben sie mich deshalb so wild bekämpft? Hier liegt die Schatulle verborgen bis zur Erneuerung der Sonne. Hier. Sie muss hier irgendwo sein. Eine Sonnenfinsternis und ein Reiher. Wie die Tattoos auf Unuratus Arm. Aber wo ist die Schatulle? Thank you.
Das könnte helfen.
ich nicht genug Platz. Ich muss springen. Es ist der einzige Weg. Göttinnen oder Kreaturen, was auch immer sie sind. Es spielt keine Rolle, solange sie dich verfolgen. Von wem sind diese Schnitzereien des Reihers und der Eklipse? Ich muss Unuratu danach fragen.